Hallo, guten Tag, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute geht es um das Thema Daniel 11 und zwar um einen Fehler, der in Daniel 11 sich eingeschlichen hat oder wie immer man dazu sagen will. In Daniel 11 ist es so, dass dort die beiden Königshäuser beschrieben werden, und zwar das der Seleukiden und der Ptolemäer. Wenn man das modern ausdrücken will, dann waren das die beiden Könighäuser Syriens und Ägyptens. Also einmal der König im Norden, das war der syrische König, und einmal der König im Süden, das war der ägyptische König. Und diese beiden Königreiche waren ehemals Generäle von Alexander dem Großen. Und die beiden haben immer gegeneinander gekämpft. Und haben sich so lange in Schach gehalten, das waren die wichtigsten der Diadochenkönige, haben sich so lange in Schach gehalten, bis Rom dann Gelegenheit und Zeit hatte, groß und mächtig zu werden und irgendwann auf der Weltenbühne auftrat und dann die Diadochenkönige verdrängt hat. Daniel 11 beschäftigt sich sehr detailliert mit diesen beiden Dynastien, und es ist so, dass die Könige, die dort beschrieben sind, so genau gezeichnet sind in Daniel, dass man die in der Weltgeschichte einwandfrei identifizieren kann. Das ist ein großes Problem für Bibelkritiker, weil die sagen, das kann ja nur nachträglich eingefügt worden sein. Das ist so exakt, so genau, das kann Daniel im Jahr 550 überhaupt nicht geschrieben haben. Das muss später eingefügt worden sein. Und diejenigen, die der Bibel dort vertrauen, wozu ich auch zähle, für die ist das natürlich ein Riesenthema, dass man sagen kann, schaut euch das mal an, das ist so genau, so exakt. Und man müsste eigentlich alle Schriftrollen im Mittelmeerraum, in allen Synagogen, in einer Nacht geändert haben. Und man hätte das jederzeit nachvollziehen können, dass irgendwo die Schriftrollen aufgetrennt wurden und Texte eingefügt worden sind ins Buch Daniel im Nachhinein. Das geht nicht. Und das ist ein starker Beweis dafür, dass die Bibel Gottes Wort ist. Aber, und das ist jetzt das große Problem, es gibt eine Achillesferse, weil in diesem Kapitel 11 in der Abfolge der seleukidischen, der syrischen Könige, dieses Königreichs nördlich von Israel, da fehlt ein König. Da ist offensichtlich einer übersprungen worden, übersehen worden, wie auch immer. Auf jeden Fall ist die große Frage, hat das Gott übersehen? Hat Daniel das vergessen aufzuschreiben? Ist die Bibel ja nicht genau? Was ist denn los hier? Warum fehlt hier so ein König? Und man kann das sehen eigentlich am relativ einfachsten, wenn Sie eine Scofield-Bibel haben. Scofield war ja, glaube ich, ein Engländer oder ein amerikanischer Jurist, der die Bibel sehr gut kommentiert hat. Und der schreibt das auch in seinen Anmerkungen, dass da ein König übersprungen worden ist. Aber niemand schreibt davon, warum das der Fall ist. Und das wollen wir uns jetzt heute im Detail mal so ein bisschen anschauen. Da lade ich Sie gerne zu ein. Ich glaube, das wird auch eine interessante Sache, und wir werden wahrscheinlich zu einer Lösung finden können, die plausibel ist, die man nachvollziehen kann an der Bibel und die uns sogar bis in die Offenbarung führen wird. Seien Sie mal gespannt, was da rauskommt. Ich wünsche viel Gewinn beim Zuschauen. Wir hatten ja schon gesagt, dass von diesen acht Königen, die wir historisch aufgezählt haben, in Daniel 11 nur sieben enthalten sind. Und wir können das relativ schnell auch hier an unserer kleinen Liste mal anschauen, ohne das jetzt zu lange zu machen, zu sehr in die Tiefe zu gehen. Der erste ist Seleukos der erste Nikator. Dann kommt der zweite König, der historische, das ist der Antiochos der erste Sotea. Der dritte König, der Antiochos der zweite Theos, der hat die Berenice geheiratet, die Tochter von dem ägyptischen, von dem Ptolemäerkönig. Und weil das hier direkt hintereinander steht, dass nämlich diese Tochter des Königs gegen Mittag, des Königs von Süden, zum König nach gegen Mitternacht kommen wird, um Einigkeit zu machen, das ist der Grund, warum dieser Antiochos der erste Sotea übersprungen wurde. Das heißt also, zwischen Vers 5 und Vers 6, da müsste normalerweise der Antiochos der erste Sotea stehen. Aber die Bibel geht direkt über auf den Antiochos den zweiten Theos. Und dann geht er so weiter. Der vierte König Seleukos der zweite Kallinikos, dann der fünfte König Seleukos der dritte Sotea, dann Antiochos der dritte der Große, dann kommt der siebte König Seleukos der vierte Philopator und dann kommt der achte Antiochos der vierte Epiphanes, der eigentlich der klassische Typus des Antichristen überhaupt ist. Wenn wir das biblisch jetzt zählen und nicht historisch, dann müssen wir sagen, ist Antiochos der vierte Epiphanes der siebte König. Laut biblischer Zählung also der siebte König. Laut historischer Zählung ist er der achte König.
In Daniel 11 ist die Rede von Antiochos Epiphanes, und zwar über Spalten hinweg, wenn man das so sagen möchte. Niemand in der Prophetie Daniels, in der kompletten Prophetie Daniels, nimmt so viel Raum ein wie Antiochos Epiphanes. Auch im Vergleich zu irgendwelchen Weltreichen. Zum Beispiel Babylon wird immer wieder mal verglichen mit dem goldenen Haupt oder mit dem Löwen. Aber dann hat sich's letzten Endes auch. Wenn wir allerdings das hier anschauen, dann müssen wir sagen, von Daniel 11, von Vers 21 bis Vers 45 wird komplett über diesen Antiochos Epiphanes geschrieben. Und das ist natürlich eine Sache, die wir überhaupt nicht außer Acht lassen dürfen. Wenn der dann auch gleichzeitig noch der Typus für den Antichrist ist, dann ist es eigentlich unverständlich, warum man diese Figur auch in der ganzen Endzeit-Sichtweise, die wir bisher pflegen, wo ja immer noch Rom auch die große Rolle spielt, was nicht meiner Meinung nach richtig ist, sondern dass die Seleukiden und die Ptolemäer diese Endzeitrolle spielen, ist mir unverständlich, warum man nicht mehr Betonung auf die Seleukiden legt. Gott tut das ganz offensichtlich. Gott tut das ganz offensichtlich in seiner Prophetie, diesem Antiochos Epiphanes diesen großen Raum hier zu gewähren. Wenn wir jetzt Daniel 11 anschauen, von Vers 21 bis Vers 45, dann sehen wir ganz am Ende dieses Kapitels, und zwar in Vers 45, da steht, dass er, also Antiochos Epiphanes wohl, den Palast seines Gezeltes aufschlagen wird zwischen zwei Meeren um den werten heiligen Berg, bis es mit ihm ein Ende werde und niemand wird ihm helfen. Das bedeutet also, dass dieser, der hier beschrieben wurde, die Stadt Jerusalem belagert. Und zwar sein Gezelt aufschlägt um den werten heiligen Berg. Der werte heilige Berg ist der Berg Zion. Das ist aber nicht richtig, denn der historische Antiochos Epiphanes, der ist in Isfahan ums Leben gekommen, im Osten. Und nicht bei der Belagerung Jerusalems. Und wenn man das mal genau sieht, dann steht bei Antiochos Epiphanes immer, dass es ihm nicht gelingen wird. Vers 27, beider Könige Herz, also der König des Nordens und der König des Südens, also der Seleukiden und der Ptolemäerkönig, beider Könige Herz wird denken, wie sie einander Schaden tun und werden an einem Tisch fälschlich miteinander reden. Es wird ihnen aber nicht gelingen, denn das Ende ist noch auf eine andere Zeit bestimmt. Und dann sehen wir dasselbe nochmal in einem Vers, Vers 35. Es ist noch eine andere Zeit vorhanden. Es wird ihm nicht gelingen. Dann steht Vers 30, es werden Schiffe aus Kittim wieder ihn kommen, dass er verzagen wird und umkehren muss. Es sieht also ganz so aus, als ob Antiochos Epiphanes nicht in der Lage war, das zu tun, was er eigentlich wollte. Und das, was er wollte, war ganz einfach, den Ptolemäerkönig zu besiegen, weil dann wäre er der Herr der Welt, der rechtmäßige Nachfolger von Alexander dem Großen geworden. Aber das scheint hier ganz offensichtlich so zu sein, als ob er das nicht gekonnt hat. Aber in Vers 36, da steht, und der König, der wird tun, was er will. Und dem wird's gelingen. Vers 36, kurz vor Ende. Es wird ihm gelingen, bis der Zorn aus sei, denn es muss geschehen, was beschlossen ist. Und derselbe König, der hier beschrieben wird, ist wohl der, der bei der Belagerung Jerusalems ein Ende nehmen wird. Das lässt darauf schließen, dass hier ab Vers 36 von einem eigenwilligen, endzeitlichen König die Rede ist, von einer endzeitlichen Erfüllung von Antiochos Epiphanes, weil das scheinbar jemand ganz anderes ist als Antiochos. Sondern die Bibel nimmt Antiochos Epiphanes als Vorbild, beschreibt auch dessen Leben sehr detailliert und macht dann einen Zeitsprung, einen zeitlichen Sprung auf einen Endzeitkönig, einen Endzeit-Antiochos, der Antichrist sein wird und der dann bei der Belagerung Jerusalems ums Leben kommt. Also das ist eine ganz interessante Sache, die wir wissen müssen und auch sehen können, an der Bibel sehr gut auch ablesen können. Und jetzt wollen wir mal sehen, was das damit auf sich hat. Fassen wir mal kurz zusammen, was wir jetzt gefunden haben. Wir haben gesehen, dass Antiochos Epiphanes historisch gesehen der achte Seleukidenkönig war. Wenn wir die biblische Zählung nehmen, und die soll uns jetzt mal in dem Zusammenhang wichtiger sein als die weltliche Zählung, dann sehen wir, dass Antiochos Epiphanes der siebte König
ist in der Reihenfolge, weil halt einer fehlt, weil der zweite Seleukidenkönig von der Bibel übersprungen worden ist. Und das ist auch kein Zufall oder keine Ungenauigkeit, sondern ist genau aus dem Grund geschehen. Denn der Punkt ist der, die Verse, die von Antiochos Epiphanes handeln, nämlich der Vers 21 bis Vers 45, der beinhaltet eigentlich zwei Könige, nämlich zum einen den historischen Antiochos Epiphanes von Vers 21 bis Vers 35 und dann eine endzeitliche Erfüllung eines endzeitlichen Herrschers, der sehr wahrscheinlich auch aus einem Art syrischen, seleukidischen Umfeld kommen wird, denn sonst wäre er nicht in der engen Verbindung mit Antiochos Epiphanes genannt worden. Und der wird beschrieben von Vers 36 bis Vers 45 als der, der Jerusalem belagert und der bei der Belagerung des werten Heiligen Berges ums Leben kommt oder beziehungsweise der dann dort ein Ende nimmt, wie auch immer das dann aussieht. Das heißt also, dass dieser endzeitliche König, der praktisch angedeutet wird durch den historischen Antiochos Epiphanes, aber seine endgültige Erfüllung erst in der Endzeit findet, das ist der achte König und der ist aus der Reihe der Seleukiden. Das halten wir jetzt mal fest, weil das brauchen wir später, um zu verstehen, was hier passiert, beziehungsweise was in Offenbarung Kapitel 17 mit dieser Kenntnis anzufangen ist. Das machen wir dann aber in einer gesonderten Folge und wir werden dann in Offenbarung 17 gehen, werden dann sehen, wie der Kreis sich schließt und werden auch die Aussagen im Propheten Daniel in Bezug setzen zu dem, was Johannes in Kapitel 17 zu sagen hat dazu. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder einschalten und verbleibe bis dahin mit herzlichen Grüßen und Gottes Segen.